Ist es wichtig, dass die CSU auch eine Frau als Bundesministerin stellt? Es ist immer wichtig, Frauen richtig mit zu beteiligen. Wir haben auch viele in Berlin, die für vieles in Frage kommen, aber wir haben uns gestern verständigt, dass wir nur die Parteivorsitzenden benennen bei der Besetzung von Ressorts, aber alles Übrige nach dem Mitgliederentscheid der SPD machen.